Auslaufzone hineingemusst. Unterdessen war auch Kevin Gilardoni, der junge Italiener, in der Boxengasse. Und jetzt wird uns eine Durchfahrtsstrafe angezeigt. Einerseits ist da Nummer 1 Nicola Milon, der letztjährige Clio Cup. Nach einer ziemlich lockeren Nummer für diejenigen aus,
Alternativen vor Team kommt über die Linie. Dann dahinter inzwischen in der zweiten Position ist es aufhaltig Oliver Freimut, der irgendwo im Laufe der letzten Runde an Enrico Pettella dahinter in Oregon Fahrzeug vorbeigefahren ist. Ein Fahrzeug im Einsatzbereich der Ich weiß, wo die anderen sind. Der Zieleingangskurve und ist augenscheinlich raus aus dem Rennen.